richtig dicker Fisch. Das gibt's doch gar nicht. In so einem kleinen Tümpel ein richtig dicker Fisch, der Stuhl abzieht. Hier fängt man 30 cm Fische maximal. Gehen wir mal zurück an den Anfang der Geschichte. Mit meiner Tochter war ich an einem See, an dem gerade sehr viele Bachforellen und Saiblinge gefangen worden sein sollen. Über eine Stunde waren wir schon an dem See, aber außer Mücken hatte nichts gebissen. Blinker, Wobbler, Spinchats, nix. Hier rettet meine Tochter wenigstens die Ehre mit einem traditionellen MEPS 3 Spinner. Ich hatte zuvor aber auch viele andere Spinnermodelle durchs Wasser gezogen. Ja, hoffentlich ihn rausheben, ganz geherzt rausheben, hochschleudern. Hoch zum Meer. Ja, ein Saibling. Ein Saiblinger Spinner. Klein, aber fein. In den meisten norwegischen Seen ist auch hier der Bestand ziemlich verbuttet, das heißt kleinwüchsig. Da so ein kleiner Fisch für eine Mahlzeit nicht reicht, muss ich mir was einfallen lassen. Und zwar fiel mir eine Methode ein, die ich auf einem kanadischen YouTube-Kanal gesehen hatte. Twitching Jigs. Da geht es um kleine Haarjigs oder Gummijigs, die man durchs Wasser jiggt und auf die dort wohl offensichtlich sehr gut Salmoniden beißen. Ich war mir sicher, weder die Köder noch die Führungstechnik haben die Fische in diesem See je gesehen. Theoretisch kann man für diese Angeltechnik jede Art von Bleikopfjigs verwenden. Aber solche Feder- oder Haarjigs fallen schneller bei gleichschwerem Bleikopf. Und darauf kommt es an, denn die Bisse erfolgen auch hier meistens im Fallen des Köders. Anders ausgedrückt, fische ich einen Gummishad oder einen Twister, muss der Bleikopf schwerer sein, denn der flatternde Schwanz bremst den Jig. Nach dem Auswurf lässt man den Jig zunächst auf die gewünschte Tiefe fallen. In diesem Fall vermutete ich die Fische direkt über dem Boden. Dort angekommen, wird der Jig langsam oder auch schneller nach oben gejiggt. Ich bevorzuge unregelmäßiges Jiggen. Das heißt mal langsamer, mal schneller, mal weitere Bewegung, mal kürzere Bewegung, mal länger fallen lassen, mal höher jiggen. Das sieht nicht nur natürlicher aus, sondern der Fisch kann sich auch schwer auf diese Bewegung einstellen und muss dann eben eher zuschnappen. So ist meine Theorie dazu. Nach einem Fehlbiss auf Jig sollte man auf keinen Fall fluchen und den Köder schnell an Land kurbeln, sondern einfach nochmal durchsinken lassen. Und tatsächlich hat der Fisch den Köder im zweiten Anlauf nochmal richtig gepackt. Ja, an den Sprüngen sieht der Kenner schon. Das ist kein Saibling, sondern eine Forelle. Saiblinge springen äußerst selten. Wie schon der Name Twitching beschreibt, kommt es auf eine schnelle Rollenumdrehung an, um den Jig in Bewegung zu versetzen. Gleichzeitig pitcht man die Rutenspitze nach oben, was den Jig dann noch mehr beschleunigt. In der anschließenden Fallphase des Jigs darf die Schnur auf keinen Fall gespannt sein. Es muss ein leichter Schnurbogen entstehen, damit der Jig ohne Widerstand fällt. Und genau in dieser Freefall-Phase erfolgen auch die meisten Bisse, wie auch hier. Fast wie Jiggen am Meer, nur in klein und in süß. Diesmal hat eine 30er Bachforelle den Jig genommen. Leider schmecken sie nicht ganz so gut. Diese fluoreszierenden Federjigs hatte ich mal auf AliExpress gekauft. Den Link setze ich euch in die Beschreibung unter dem Video. Ich hatte sie bis dato aber kaum eingesetzt, da mir die Führungstechnik nicht klar war. Und ich mir schwer vorstellen konnte, dass ein Jig effektiver als ein MEPS-Spinner sein könnte. Wichtig ist, den Rhythmus zu finden, bei dem er mit muss, sage ich immer.
also das Tempo variieren und auch die Höhe der Rutenschläge. Die Schnur sollte dabei so dünn wie möglich sein, denn eine dicke Schnur hemmt die Bewegung des Jigs. Auch sollte der Karabiner so klein wie möglich sein oder man verwendet eine Rapala-Schlaufe. Ja. In diesem Outdoor-Aquarium übt meine Tochter das Twitching. So funktioniert es nicht, zu gleichförmig, das produziert nur Nachläufer. Viel schneller und zackiger, da fallen die Forellen regelrecht in einen Spielrausch und es erfolgt Biss auf Biss. Übrigens, im Gegensatz zu diesen Hardjigs fangen sich Gummitwister leicht in ihrem eigenen Schwanz bei diesen hektischen Bewegungen. Noch einmal das Ganze in Zeitlupe. Ich denke besonders in überfischten Gewässern und wenn die Salmoniden sehr tief stehen, sind diese Jigs ein Muss. Versucht es mal, möglicherweise werdet ihr dann genauso überrascht sein wie ich. Zurück zum ersten See, zum Anfang der Geschichte und auch meinen Anfängen mit dieser Technik. Wie ihr nun wisst, ist hier der durchschnittliche Salmonide nur etwa 25 cm lang. Alle Schaltjahre kommt es wohl vor, dass mal ein 40 cm Fisch oder etwas darüber gefangen wird. Also nichts, was wirklich hier Drillprobleme bereiten sollte. Ui, das war ein richtig dicker Fisch. Das gibt's doch gar nicht. In so einem kleinen Tümpel ein richtig dicker Fisch, der Schnur abzieht. So was gibt's doch überhaupt nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das glaube ich nicht. Hier fängt man 30 cm Fische maximal. Und jetzt sowas. Das gibt's doch gar nicht. Und kein Kescher mehr, gar nichts.